Okay, ich bin hier in der privaten Rüstkammer. Bitte erzähl uns was über die Rüstungen. Die sind nicht aus Latex, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die sind nicht aus Latex. Also das ist echtes Metall. Man kann das auch hören. Ja, sehr gut. Ja, das sind Armschützer für... Das sind Armschienen, ja. Die sind jetzt aber nicht für Bogenschützen, sondern einfach also für halt Kämpfer. Für jeden Kämpfer den Charakter. Ja. Oder jeder, der sich nicht gern auf die Unterarme klopfen lässt. Verstehe. Es ist halt schon, man merkt beim Kämpfen dann schon, dass halt die Hände exponiert sind und du wirst halt sehr oft drauf. Kriegt man viel drauf. Und auch wenn es nur leicht wehtut, das ist unangenehm. Ne? Diese Sachen machst du selber her oder die bekommst du von... Nein, die bekomme ich von Lieferanten. Ja. Also es gibt mittlerweile in Deutschland 2, 3 sehr gute Rüstbauer, die uns beliefern. Das heißt, wir sind jetzt im Jahr 2010 und die Rüstungsindustrie lebt. Kann ich ganz das richtig genau sagen? Ja? Wahnsinn. Was kostet so ein Panzerhandschuh? Panzerhandschuh, das ist das teuerste. Weil das ja mit sehr vielen Elementen halt getan ist. Ne? Der kommt auf knapp 150 Euro. Mhm. Gibt es auch ein bisschen günstiger, ja, aber die meisten sind halt auch noch wesentlich teurer, weil sie das halt mit vielen Gelenken verbunden ist. Ne? Verstehe. Wobei die Armschienen, da ist man schon mit 19 Euro dabei. Alles klar, ja. Wenn man eine sehr günstige Rüstung zusammenstellt, kommt man unter 600 Euro. Nur nach oben hin gibt es halt keine Grenzen. Du kannst natürlich mit einem Brunkanisch herumrennen und bist wahrscheinlich mit 4000 Euro. Und das machen Euro die Spieler auch. Es gibt vereinzelt schon welche, wenn du die siehst, denkst du dir, ich möchte einen Job. Alles klar. Ja. Okay, da gibt es eine riesige Auswahl von Kleidern. Ich habe gehört, die vermietest du auch für Hochzeiten oder Festivals? Wir vermieten sehr bedingt. Ja. Halt oder verkaufen. Auch nur wenn es dann intakt wieder zurückkommt, ja, weil die Dinge dürfen wir ja nichts haben. Das ist eher Verkauf. Hauptsächlich halt, die Vermietung passiert hauptsächlich im Filmbereich. Film, aha, ja. Und Hochzeiten starten wir halt aus. Also das bedeutet, wenn ich jetzt eine Hochzeit ausrichte mit 200 Gästen? Genau, kommst du mit den Leuten her oder gibst mir eine Liste, die sind bei der Hochzeit. Die kriegen dann sogenannt einen Gruppenrabatt, halt Sonderrabatt für diese Hochzeit. Ne? Und das die geben nachher das zurück oder das behalten sie? Die behalten das dann meistens und kaufen es auch. Das ist ganz selten, dass da was zurückkommt. Dann. Sehr gut. Auch bei den Filmproduktionen meistens behalten die wollen das sogar die Schauspieler. Ja, super, super. Hast du selber schon mal irgendeinen Ork oder einen bösen Ritter gespielt in einem Film? Nein, also in einem Film auch nicht, ja, aber... Wurdest du nicht, oder einen Dorfschmied oder so? Also im Live werde ich immer wieder von den ganzen Spielleitern angesprochen, dass ich irgendwelche Spezialrollen verkörpere, ja, aber Punkt Film, das ist nicht meins. Das ist nicht meine deins. Schauspielerische Leistung zu schlecht. Okay, super. Sagst du nochmal die Webadresse oder so von deiner Firma? Also die Webadresse ist www.fantasyflagship.at. Ja. Oder com oder fantasy-flagship.at und com. Der Shop heißt Fantasy Flagship, Fantasy Flagship, ja, und du bist hier in der Börsegasse 6. Börsegasse 6. Das ist direkt links hinter der Börse. Und du bist ganz täglich offen, oder? Wir haben von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr offen, mhm, und am Samstag von 12 bis 18 Uhr. Wahnsinn. Okay, super, danke.